أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heute ist das die zweite Videobotschaft zu Hadith der Woche. Und ich habe mir heute einen Hadith genommen, den ich euch vorlesen möchte. Ein sehr schöner Hadith mit sehr vielen Nutzen und der sehr leicht, Allahu alam, umzusetzen ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Die beiden Worte, die am leichtesten auf der Zunge, am schwersten auf der Waagschale und im Alabama am liebsten sind, lauten Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-Azim. Bedeutet, Preis sei Allah und Lob sei ihm, Preis sei Allah dem Erhabenen. Al-Hadith bei Al-Bukhari und Muslim. Also hier hören wir einen sehr schönen Hadith. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt uns, die beiden Worte, die am leichtesten auf der Zunge, die am schwierigsten auf der Waagschale, die am beliebsten sind für Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-Azim. Zwei Wörter und du füllst damit und du machst damit deine Waagschale mit Hasanat sehr schwer. Dies ist der Hadith für diese Woche, wie gesagt bei Bukhari und Muslim. Ein sehr schöner Hadith, möge Allah azza wa jal uns von denjenigen machen, die ihre Zungen dafür bewegen, um Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-Azim und andere Afkar öfter zu erwähnen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bis zur nächsten Woche mit dem nächsten Hadith.